Navigiere mich zu am Bullham 1 in Jever. Einen Moment bitte. Meinten Sie Penzlin, Altrese, Kirche 01? Ja, ich meinte Penzlin, Altrese, Kirche. Ah, Leute. Man hat ja so viel Auswahl mittlerweile in der Elektromobilität. Ist ja so toll, ne? VW ID.4, Ford Mustang Mach-E, dann kommt ja noch der Kia EV6 und es gibt ja auch noch den Skoda Enyaq. Und in diesem Video werde ich euch helfen, eure Entscheidung zu erleichtern. Ich werde euch aber auch anderweitig helfen, nämlich mit einem supergeilen Deal. Wenn ihr euch fragt, wo soll ich dieses Auto nur kaufen, werde ich euch das gleich verraten, denn ihr kriegt ein richtig schönes Goodie on top, wenn ihr es dort kauft. Wo genau? Das werdet ihr jetzt erfahren. Genauso fühlen wir dem Auto jetzt auf den Zahn, denn es gibt so ein paar Sachen, die bei diesem Auto ein paar Fragezeichen aufwerfen, wo ich als Elektroauto-Fachmensch in Anführungsstrichen frage, warum ist das so? Weil das bei anderen nicht so ist, gerade auch im Vergleich zum VW ID.4 natürlich. Aber er hat auch Dinge, die er sehr, sehr gut kann, wo ich sagen muss, ja, fast schon wirklich der hier als Kaufempfehlung. Aber gucken wir uns das mal genauer an in diesem ganz detaillierten Review hier bei Carmaniac, wo es um Elektromobilität geht, wo ihr genau richtig seid. Lasst einen Daumen nach oben da für den Algorithmus und ein Abo, wenn ihr das noch nicht getan habt, dann verpasst ihr kein Video mehr und macht mich unglaublich glücklich. Und dann legen wir los. Was spricht denn da der Glatzkopf von einem coolen Deal, den ich für euch habe? Tja, ihr werdet euch bestimmt fragen, gerade wenn ihr neu seid in der Elektromobilität, an welchen Händler soll ich mich wenden? Ich bin noch nie einen Skoda gefahren, wenn ihr euch für den entscheiden solltet. Und da ist die Frage, wie flexibel seid ihr, irgendwo in Deutschland hinzufahren? Ich kann euch nämlich nur empfehlen, zu Ebert Automobile zu kommen. Wisst ihr warum? Weil ich mit Ebert Automobile abgemacht habe, dass die Käufer der ersten 10 Fahrzeuge hier, also die ersten 10, die hier bei Ebert Automobile, bei Skoda, einen Enyaq kaufen, eine Wallbox obendrauf geschenkt kriegen. Das ist geil, ne? Ich habe das auch noch bei einem anderen Auto gemacht, das noch hier kommt auf Carmaniac. Das heißt, ich will euch etwas Tolles zurückgeben und das ist doch eine ziemlich praktische Sache. Außerdem ist es auch sehr praktisch, dass wir hier gleich was ausprobieren, hier beim Skoda-Händler. Nämlich sagt ja Skoda, dass dieses Auto vom Innenraum so groß ist wie ein Kodiaq, aber von den Abmessungen eigentlich nur so wie ein Octavia. Und das ist ja toll. Wenig Platz einnehmen, maximal viel Platz bieten. So, wir werden uns das alles angucken mit den Daten. Da gibt es wirklich einiges zu erzählen. Und wenn ihr euch für Kauf nicht interessiert, sondern für Leasing, weil ihr reinschnuppern wollt, für viele ist es das erste Elektroauto, guckt vorbei auf InstaDrive, ist ein Dauerabo-Anbieter mit so einem All-Inclusive-Preis. Innerhalb von unter einer Minute habt ihr das Auto konfiguriert und seht dann alles halt, wie gesagt, mit Steuer, Versicherung, Steuer gibt es sowieso nicht, und auch Schadensabwicklung, Förderabwicklung, alles drum und dran. Ja, sagt mir schon mal in den Kommentaren, was ihr von der Optik des Autos haltet, weil ich finde ihn wirklich hot. Ja? Also es ist typische Skoda-Designsprache, gar keine Frage. Ja? Nicht zuletzt wegen dieses Vogels oder des Hahns oder was das eigentlich sein soll. Und natürlich auch die Scheinwerfer vorne, die wirklich, also der Wagen bleibt der Marke treu. Also hier wird nicht ultramäßig abgespaced, sondern er bleibt einfach dem treu, was er ist. Ich finde auch diese Farbe sensationell. Ich weiß jetzt gerade den Namen nicht, aber das erinnert mich an Glasiersilber. Damals bei BMW gab es das und das hat mir schon sehr, sehr gut gefallen. Ja? Wir gucken uns auch gleich mal an, ob wir hier einen Frunk haben und ob wir hier Gasdruckfedern haben, denn der ID.4 hatte das zum Beispiel nicht. So, jetzt mal zu den harten Daten und Fakten. Den Enyaq gibt es mit 3 Batterien und in 5 verschiedenen Varianten. Es gibt den Enyaq 50, den Enyaq 60 und den Enyaq 80. Letzteren, also den 80er, gibt es als Allrad und dann noch als RS-Variante, also verschärft sozusagen, das ist cool. Das ist eigentlich genau das Pendant zu diesem GTX vom ID.4, der auch Allrad angetrieben ist mit knapp 300 PS. Ja, hier heißt das dann halt RS, weil man das RS-Logo auch in die Elektromobilität transportiert bei Skoda. Jetzt will ich euch nur mal Netto-Batteriewerte nennen, denn das irritiert ein bisschen, denn die Zahlen klingen ähnlich wie die Bruttokapazität, ist aber nicht so, dann haben wir 3 völlig verwirrende Zahlen. Ich nenne euch mal die Netto-Werte. Also, der kleinste hat 52 Kilowattstunden netto. Der mittelgroße, also der 60er Enyaq quasi, der hat 58 Kilowattstunden und der größte, der 80er, der kommt mit 77 Netto-Kilowattstunden um die Ecke und soll so knappe 500 Kilometer Reichweite ermöglichen. Wie viel es dann wirklich sind, das werden wir natürlich wieder Carmaniac-typisch ausprobieren. 500 werden es nicht, das kann ich euch schon mal gleich sagen. Allein schon, weil ich den ID.4 kenne und außerdem natürlich auch, weil WLTP-Werte nie der Realität entsprechen, wenn man jetzt nicht gerade hinter dem LKW daher schleicht. Dann gibt es so Gimmicks an dem Auto, die ich toll finde, die zum Beispiel VW nicht hat. Der Rest, also
was das Auto so angeht, vom Design her, das ist natürlich so eine Geschmacksfrage. Ich meine, so die Dachlinie und alles ist schon so wie beim ID.4, es ist so sehr SUV-mäßig, ne? Und dann das Heck, das ihr euch jetzt mal angucken könnt, ist natürlich auch anders als beim ID.4. Es ist halt ein typischer Skoda. Ich weiß nicht, ich glaube, also innen gefällt er mir besser als der ID.4, außen schwierig, kann ich mich gar nicht so wirklich entscheiden. Ja? Und ja, in den Beschleunigungswerten ist es zum Beispiel so, dass jede Batterie auch eine andere Performance mitbringt. Es fängt an bei 109 kW, aber sprechen wir mal in PS, weil wir haben immer so viel kW und Kilowattstunden. Also 109 PS gibt es einmal, ja? Dann gibt es 180 PS und 204 PS. Das ist die top ausgestattete Variante, also der Skoda Enyaq 80 mit den 77 kWh netto und den 204 PS und dem Heckantrieb. Das ist ein Permanentmagnetmotor. Der Allrad kriegt dann vorne und hinten einen Permanentmagnetmotor. Ja? Das sind so die Daten. In 8,7 Sekunden geht es von 0 auf 100 für den Skoda Enyaq 60 und der Skoda Enyaq 80, also der hier, schafft 8,5. Also man merkt kaum einen Unterschied. Bei beiden ist die Spitzengeschwindigkeit bei 160 km/h. Ich glaube, obenrum merkt man dann aber bei den 24 PS mehr, dass er ein bisschen mehr drückt. Jetzt kommen wir mal zu etwas Negativem, muss man wirklich schon so sagen. Da sprechen wir mal über die Hochvoltbatterie. Das ist jetzt noch nicht negativ, die ist natürlich im Unterboden. Es ist nicht doppelgeschossig, sondern eingeschossig. Das sind 12 Module bei der großen Batterievariante und 9 Module bei der mittleren und 8 Module bei der kleinsten Variante. Das ist diese ganz normale MEB-Plattform, die es ja in der Volkswagen-Familie gibt. Und jetzt gucken wir uns mal hier den Ladeport an. Da werde ich noch später was bei der Ladesäule darüber erzählen. Fakt ist aber, dass der Skoda Enyaq in egal welcher Variante, selbst so als 80er, leider nur mit 50 kW Schnellladeleistung kommt. Ihr solltet jetzt erstmal nicht erschrecken, weil es geht auch mehr, aber das müsst ihr zusätzlich bezahlen. Wenn ihr sagt, ich möchte mehr, dann müsst ihr 500 Euro drauflegen, dann ist es jetzt folgendermaßen. Der kleine Enyaq, also der 50er, ja, mit diesen 52 Netto-Kilowattstunden, der kommt mit 50 kW Ladeleistung, da geht auch nicht mehr. Dann kommt der mittlere, der kann 100 kW. Und der größere, der hier, also mit der größten Batterie, kann 125 kW laden. Aber immer nur optional. Also serienmäßig habt ihr nur eben 50 kW Ladeleistung. Und ich kann euch nirgendwo anders als hier mehr empfehlen, dieses Kreuzchen für 500 Euro zu setzen, weil einfach 50 kW Ladeleistung bei so einem Auto mit so einer großen Batterie ist absoluter Schwachsinn. Ich verstehe da auch Skoda nicht, warum die das so gemacht haben. Die haben auch gesagt, dass sie es vielleicht anpassen werden. Es gibt auch eine gute Nachricht, nämlich sind das Over-the-Air-Updates. Das ist so ein Thema bei Elektroautos. Die einen haben es, die anderen nicht. Tesla hat es vorgemacht. Es wird möglich sein, über Over-the-Air-Updates zum Beispiel zu sagen, ich habe ihn jetzt nur mit 50 kW Ladeleistung genommen, will aber 100 oder 125 bei der Top-Variante. Dann kann man das Over-the-Air freischalten. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Aber die 500 Euro zusätzlich, das finde ich nicht so gut. Genauso finde ich nicht so gut, dass es keine Wärmepumpe gibt. Das ist ganz ähnlich wie beim EQS von Mercedes. Nur mit dem Unterschied, dass man hier die Wärmepumpe für 1.100 Euro dazu kaufen kann beim EQS. Mercedes zum Beispiel nicht. Hier ist es aber schmerzhafter, wie ich finde, denn wir haben hier nicht diese Effizienz wie beim EQS. Also aerodynamisch gesehen ist er nicht schlecht. Er hat einen CW-Wert von 0,257, ist gar nicht schlecht, ist wirklich gut. Aber die Batterie ist 77 Kilowattstunden, bei den kleineren ja noch kleiner. Und da ist es halt sinnvoll, eine Wärmepumpe an Bord zu haben. Also das und die Schnellladeleistung würde ich investieren. Das sind aber wieder 1.600 Euro on top. Wie sind wir denn aber preislich? Also so wie er hier steht, auch mit dieser Innenausstattung, die euch, denke ich mal, von den Socken hauen wird, das werdet ihr gleich sehen, kostet knappe 44.000 Euro in der Basis. Und so wie er hier steht, absolut volle Hütte, also mit Panoramaschiebedach, kostet er knappe 60.000 Euro. Klingt nicht wenig, aber es ist wirklich ein vollwertiges Auto mit einer wirklich adäquaten Autobahn, Reichweite, super Optik, viel Kofferraum, dazu kommen wir gleich, und tollen, tollen Features für 60.000 Euro. Und dann kommt ja da noch die Umweltprämie weg. Hier seht ihr relativ untypische Felgen. Das sind jetzt noch in diesem Fall, glaube ich, Winterreifen, wenn mich nicht alles täuscht. Es geht los bei 18 Zoll, aber nur für den ganz kleinen mit Stahlfelgen. Und dann kommen Alufelgen 19, 20, 21. Und das Coole ist, dass bei den 20er Felgen, die da noch kommen, die Möglichkeit besteht, das kann ich euch jetzt hier nur nicht zeigen, wie beim Opel Mokka, diese Felgenlayer, also diese aerodynamischen Teile, die hier so abschließen, wegzunehmen, damit ihr sagt, okay, ich fahre jetzt sowieso erstmal nur in der Stadt, ich will das so frei haben, da zählt
Aerodynamik ja nicht so. Dann aber, wenn ihr in den Urlaub fahrt und viel auf der Autobahn unterwegs seid, dann steckt ihr einfach diese Layer rein und die Felgen sind automatisch aerodynamischer. Die kann man also so händisch rausnehmen. Das finde ich auch cool. Was ich noch richtig geil finde, schaut mal, das sind die Simply Clever Lösungen bei Skoda. Wenn ihr hier aufmacht, nein, nicht hier, falsch gedacht, wenn ihr hier aufmacht, schaut mal, was hier vorzufinden ist. Also wer Skoda fährt, weiß das. Das hier, meine lieben Freunde, ist ein Regenschirmhalter mit einem Regenschirm drin. Ja, also wenn das mal nichts ist, also jetzt ganz ehrlich, ich habe nie einen Regenschirm dabei, nie. Und das ist ganz speziell beim Elektroauto. Man fährt an die Ladesäule, Typ 2 Ladesäule, ne? In der Stadt, steckt an, muss mal 400 Meter laufen und dann fängt es an zu schiffen. Wer hat einen Regenschirm dabei? Ich nicht. Und den habt ihr in der Tür, könnt ihr ihn aufmachen, das finde ich super clever. Des Weiteren gibt es andere Sachen, wie zum Beispiel beim Kofferraum. Und so widmen wir uns auch nun zum, also dem Thema Kofferraum, bevor wir uns den Frunk angucken. Auch hier gibt es eine coole Lösung, die bei Skoda bisher immer im Tankdeckel war. Jetzt ist sie aber in den Kofferraum gewandert. Und ich erkläre euch auch warum. Und das ist das hier, der Eiskratzer. Braucht man vielleicht als Elektroautofahrer nicht so oft, weil man ja automatisch eine elektrische Standheizung hat, programmierbar über die App, und dann schmilzt die ganze Eisschicht von der Fensterscheibe weg. Falls man das aber mal doch nicht kann, dann hat man halt eben hier den Eiskratzer. Der war, wie gesagt, vorher im Tankdeckel, jetzt aber nicht, weil man ja als Elektroautofahrer an der Ladesäule den Tankdeckel offen hat und dann könnte jeder diesen tollen Skoda Eiskratzer stehlen. So, jetzt kommen wir mal zum wichtigsten Punkt mitunter, und das ist der Kofferraum, meine lieben Freunde. Hier haben wir nämlich im Gegensatz zum VW ID.4 einen doch merklich größeren Kofferraum, nämlich 585 Liter, während es 543 Liter sind beim VW ID.4. Also zum Reisen ist das schon wirklich gut. Wir gucken uns das gleich mal an, was hier drunter ist. Das habe ich natürlich einerseits zur Orientierung dabei, für die Größe, wie viel das so an Platz einnimmt, und natürlich auch, weil ich es euch empfehle, für unterwegs. Ich habe es immer mit dabei, wie auch jetzt natürlich, weil ich auch mit dem Elektroauto unterwegs bin. Juice Booster, das ist eine mobile Ladelösung, ist quasi so wie eine Ladesäule für unterwegs, mit der ihr bis zu 22 kW laden könnt. Dieses Auto hier kann nur 11 kW laden, maximal serienmäßig der 50er sogar nur 7,2 kW zweiphasig, und das geht auch optional nicht abzuändern. Ja, so viel dazu. Das tun wir jetzt mal raus. Findet ihr unten einen Link in der Beschreibungsbox zum Juice Booster, dann kriegt ihr auch Prozente, also einen Nachlass drauf, wenn ihr das über diesen Link kauft. Dann dieses Kamera-Equipment tun wir auch noch mal kurz raus, und dann seht ihr mal ja, den Kofferraum in seiner ganzen Pracht. Hier machen wir jetzt mal auf und gucken mal drunter. Hier haben wir so ein paar Ablagemöglichkeiten für so ein paar Sachen. Wenn ihr in Urlaub fahrt, könnt ihr so, keine Ahnung, Snacks reintun, was auch immer. Und hier unten sehen wir nochmal eine Kuhle, ja, wo man auch noch ordentlich was aufbewahren kann. Perfekt für Schuko-Ziegel oder Typ 2 Ladekabel, um das dort aufzubewahren. Ich glaube, da passt sogar noch der Juice Booster rein, aber eben ohne Koffer. Das ist auf jeden Fall gut, aber runtersetzen kann man diese Plattform tatsächlich nicht. Ja, das ist auf jeden Fall wichtig zu wissen. Dann haben wir das Thema Anhängerkupplung. Oh je, das behandeln wir auch mal gleich. Aber vorher werde ich noch die Sitze umklappen, um euch mal zu zeigen, wie diese 1710 Liter aussehen, wenn man die nämlich umklappt. Und hier lobe ich mir Systeme, wenn die Autohersteller mitdenken und mich nicht ums Auto herumlaufen lassen, sondern ich einfach mit einem Hebelzug den Sitz so schön elegant umklappen kann. Und der fällt auch nicht, sondern er gleitet um. Ich mache das jetzt auch noch mal auf der anderen Seite für euch, dann könnt ihr sehen, wie hier die Ladefläche aussieht. Ich gehe auch jetzt noch mal zur Tür, um zu gucken, ob man das noch runterdrücken kann. Nein, also man hat hier schon eine Steigung. Ich würde lügen, würde ich sagen, dass das nicht so ist. Also es geht so eine kleine Rampe nach oben, so, ja, 30 Grad. Hier hat man aber auch so eine Schiene hingemacht, damit eben kein Loch entsteht, wo Dinge reinfallen können. Wie gesagt, 1710 Liter sind das so. Anhängerkupplung ist sehr wichtig. Es gibt Menschen, die wollen was ziehen, Boote, Pferde, Gartenanhänger, Fahrräder. Da haben wir eine Anhängerkupplung optional mit einer Stützlast von 75 Kilo, also Fahrräder gehen auf jeden Fall, und auch ein Anhänger geht, denn wir haben hier einen schönen Knopf, den wir ziehen, und wenn wir den ziehen, müsste jetzt eigentlich auch die Anhängerkupplung direkt ausfahren, tut sie aber nicht, ich weiß nicht warum. Doch, ich höre schon was Mechanisches. Achtung! Da ist sie. Schön. Und ihr müsst nicht hinfassen, sondern könnt das mit dem Fuß halt so hochschieben und dann ist sie eingerastet. Und ihr könnt hier 1000 Kilo ziehen, ja, und bis zu 1200 Kilo bei
8% Steigung. Das heißt, ist schon auf jeden Fall was, denn 750 Kilo ist es dann bei vielen anderen Elektroautos und das ist doch eine gute Sache mit der Anhängerkupplung. Ihr könnt mir aber gerne in die Kommentare schreiben, was das Gängige ist, was ihr so zieht. Ich habe da nicht so viel Erfahrung, weil ich habe noch nie was gezogen und deswegen weiß ich nicht, was der Wunsch des Ziehers ist. Seid ihr damit zufrieden? Seid ihr es nicht? Das ist hier die Frage. Und dann wird es noch 1200 bei der RS-Variante geben, nämlich 1200 Kilo und 1400 Kilo dann bei den 8%, also jeweils 200 Kilo mehr in der Basis quasi und dann noch bei der geringeren Steigung. So, jetzt gucken wir uns noch an, wie es um den Frunk bestellt ist und dann schauen wir mal in den Innenraum, denn der hat mich doch ziemlich überzeugt. Ab geht's nach vorne. Ich mache da schon mal auf und dann schauen wir mal, was uns da erwartet. Die fehlenden Gasdruckfedern waren es ja beim ID.4, die mich so ein bisschen geärgert haben. Klar, beim Elektroauto hängt man so viel vorne nicht rum, weil was macht man da schon? Man hat ja keinen Motor mehr für Motorölcheck und so ein Zeug. Aber trotzdem mache ich ja da mal auf, aus welchem Grund auch immer, und wünsche mir da halt Gasdruckfedern, die ich leider auch hier nicht habe. Habe ich aber auch ehrlich gesagt nicht erwartet. Okay, wie wir hier sehen, haben wir auch wie so einen mechanischen Ausstellpunkt. So. Und keinen Frunk, leider. Das ist verschenkt. Und wie ihr ja vielleicht ahnen könnt, liegt das halt daran, dass wir eben den Motor hinten haben und trotzdem hier vorne offensichtlich kein Platz war, weil wir hier zum Beispiel die Steuereinheit für das aktive flüssigkeitsgekühlte Thermalmanagement haben und so Motorsteuerungssachen eben oder zum Beispiel auch Wischwasser. Also hier wäre absolut kein Platz gewesen. Es gibt auch Elektroautos, wo es keinen Frunk gibt, wo aber noch Platz gewesen wäre. Ja, schade. Wir haben einen großen Kofferraum, aber noch geiler ist es natürlich, wenn man dann die Möglichkeit hat, trotzdem noch vorne was aufzubewahren, weil umso mehr Staufläche hat man bei einem Auto, das ja eigentlich fürs Reisen gedacht ist. Schnapp zu, finde ich gut. Ich muss nicht nachdrücken. Sage ich auch immer dazu. Okay, dann haben wir, glaube ich, optisch alles geklärt. Wir haben hier natürlich Voll-LED-Scheinwerfer, versteht sich von selbst. Und es gibt diesen Crystal-Kühler-Grill beim Skoda Enyaq, zu dem dieser hier, glaube ich, nicht gehört. Also dieser hier leuchtet nicht. Es ist jetzt aber auch nicht dunkel, ich konnte es noch nicht auschecken, aber ich glaube, dieser hier leuchtet nicht. Das habe ich jetzt noch gar nicht abgeklärt. Aber wir haben auch eine 360-Grad-Kamera vorne, Spiegel links, Spiegel rechts und natürlich hinten, damit ihr die perfekte Sicht habt. So. Ab geht's in den Innenraum. Ach so, hätte ich jetzt völlig vergessen, bevor wir ihn uns von innen anschauen. Es gibt doch immer wieder die Thematik mit den Batterien. Viele, die sagen, ja schön und gut, Elektroauto, aber was ist eigentlich mit den Batterien, so umwelttechnisch, wenn irgendwann mal das Leben vorbei ist von der Batterie, nicht euers. Da ist es so, Skoda gibt 160.000 Kilometer bzw. 8 Jahre Garantie auf die Batterie. Danach oder zwischendrin, wenn sie mal defekt gehen sollte und unter 70% Batteriekapazität sinkt, wird die ja getauscht, dann ist es so, dass Skoda momentan daran arbeitet, die Batterien an Händler weiterzugeben, an Skoda-Händler, die dann diese Batterien als Stromspeicher nutzen können. Ja, weil nur weil der 70% nur noch hat oder 65%, heißt das ja nicht, dass man damit nicht irgendwie Strom zapfen kann hier in so einem Autohaus. Ne? Also es macht Sinn und das ist der sogenannte Second Life Cycle, in dem oder in den die Batterie reinkommt und dann wird sie halt so verwendet. Hausstrom, Industrie, kann man überall hernehmen, diese Batterien in solchen Packs verarbeitet. Und dann erst, wenn sie dann irgendwann nach langer Zeit in die Knie geht, können die Batterien aber auch recycelt werden. Es gibt schon Firmen, die können eine solche Elektroautobatterie bis zu 96% recyceln. So viel mal zu diesem Thema. Thema Innenraum. Ich möchte gar kein großes Geheimnis daraus machen. Das ist viel ansprechender als im VW ID.4. Da ist das alles sehr viel mehr Plastik, sehr viel mehr steril und auch tatsächlich besser verarbeitet und ansprechender, was Luxuriosität angeht, als jetzt zum Beispiel im Ford Mustang Mach-E. Also Skoda hat da wirklich ein krasses Ei gelegt, das muss man schon sagen. Es ist einfach diese Symbiose aus Materialien. Egal, was man sich hier anguckt, ja, hier haben wir dieses braune Leder, hier haben wir dann dieses Chrom, ne, in Kombination mit diesem Schwarz hier im Wechsel. Also es ist einfach richtig schön gemacht, ja. Und dann natürlich dieses Display, zu dem komme ich gleich. Das Lenkrad schaut top aus, fühlt sich an wie ein Audi-Lenkrad mit diesen schönen Walzen, mit diesen perforierten Walzen hier, die es leichter machen, sie zu fühlen, wenn man die Augen auf der Straße haben möchte. Dann natürlich diese Ausstattungslinie, die heißt Eco Suite. Und Eco Suite beinhaltet zum Beispiel diese Sitze. Die sind mit Olivenöl gegerbt. Das heißt, die sind einfach ja, nachhaltiger gemacht.
und sehen fantastisch aus. Ja, es ist nicht nur, also es wirkt für mich wie ein Sitz in einem BMW oder in einem Mercedes. Hier glatt, dann hier in der Mitte perforiert, dann hier diese Naht, Liebe zum Detail, hier nochmal diese Kontrastnaht. Sieht einfach wirklich wahnsinnig gut aus und die sind auch unglaublich gemütlich, bieten top Seitenhalt. Oben wie auch unten, sie sind weich. Ich habe hier eine Faust Platz nach oben, eine Carmaniac-Faust mit meinen 1,88, wer mich noch nicht kennt. Habe hier also Platz en masse. Hier wurde eine Kuhle gelassen, sodass mein Arm hier Platz hat und ich mich nicht eingeengt fühle. Es gibt auch noch Lodge als Ausstattungsvariante. Das sind dann Sitze und ein Innenraum aus Baumwolle und aus recycelten PET-Flaschen. Das machen ja viele Hersteller. Mich persönlich spricht das natürlich an, weil der Kontrast einfach so krass ist zum Rest. Also es ist Luxus pur in meinen Augen. Das hier ist definitiv Oberklasse-Qualität. Auch von der Qualität. Also egal, was ich anfasse, das ist weich. Das ist wunderschön. Diese Naht, die hier entlang geht. Ich liebe einfach solche Liebe zum Detail. Und wenn ihr schon da seid mit den Augen, hier oben zum Beispiel, das hier ist Soft Touch. Also ihr seht, dass das weich ist, ja, also es ist ein weiches Material, selbst da, wo man nicht hinlangt. Warum lange ich immer an solche Stellen? Ja, weil im Sommer dehnt sich sowas aus, macht Geräusche und im Winter zieht es sich zusammen und dann knarzt das. Hier hat es gar keine Möglichkeit zu knarzen. Dann hier zu den Aufbewahrungsmöglichkeiten. Škoda ist da stolz drauf, dass sie halt viele Aufbewahrungsmöglichkeiten geschaffen haben. Hier haben wir zum Beispiel so eine Mittelkulisse, wo ihr etliches reintun könnt, ist mit Gummi ausgekleidet, dass das dann nicht hin und her rutscht. Hier haben wir die Getränkehalter und hier muss ich direkt dazu sagen, ist ein bisschen fehlplatziert, weil wenn es nicht so eine Desinfektionsflasche ist, sondern eine größere Flasche, ragt die hier vor diese Knöpfe. Das sind die einzigen physischen Knöpfe in diesem Fall. Škoda war das wichtig, dass sie physische Knöpfe verbauen und nicht nur digital machen. Das finde ich super. Wirklich, ich hasse dieses pure Digitale mit so Touch und da muss ich immer hingucken. Hier kann ich es genau erfüllen. Mode-Taste, Fahrmodus, gucken wir uns noch an, Klima, Bedienteil und dann versperren natürlich zwei größere Flaschen genau diesen Teil hier, wenn die im Getränkehalter drin sind. Dann haben wir hier unten noch zwei Fächer, also einmal Wireless Charging fürs Handy. Hier ist mein Note 10 Plus drin von der Größe her. Das Fach daneben ist zum Beispiel für so einen Geldbeutel geeignet oder sowas. Also da kann das Handy dann nicht laden. Also es gibt hier genügend Aufbewahrungsmöglichkeiten. Wir haben hier noch die Mittelarmlehne. Da hat man auch eine clevere Lösung gefunden, nämlich das hier, wo man auch was reintun kann, zum Beispiel eben auch den Geldbeutel meinetwegen. Und das kann man dann auch wegnehmen und dann hat man hier ein richtig tiefgehendes Fach. Wenn man da aber nicht so wühlen möchte, dann kann man hier halt das hier zurücktun und das ist super praktisch, weil man es dann gleich griffbereit hat. Finde ich wirklich gut. Hier hat man natürlich wieder sehr viel Pianofläche verkratzt, das sieht man jetzt schon. Diesen winzig kleinen Wählhebel, der wirklich richtig gut aussieht, also das gefällt mir echt gut. Ja? Hier ist auch dann der Brake-Modus, den erkläre ich dann beim Fahren. Aber es sieht super wertig aus. Dieses Braun in Kombination mit diesem Aluminium, sage ich schon, mit diesem Chrom, sieht ultra schick aus. Auch hier hat man daran gedacht, dass selbst die Teile, die nicht aus Leder sind, sie eben in diesem Braun zu machen, damit sich diese Farbe fortführt. Finde ich wirklich, ich bin sehr, sehr baff von dieser Verarbeitungsqualität. Ne? Was gibt es noch zu sagen? Da seht ihr es vielleicht da drüben, ein Fach für Getränke oder sowas. Da unten, ne? Das ist mit Filz verkleidet. Und das ist deswegen gut, weil dann die Flasche nicht so rumpoltert, wenn man in Kurven fährt. Also auch daran hat man gedacht. Das finde ich wirklich super. Und wir haben hier so einen kleinen Wing zum Festhalten, ne, um die Tür leichter zu öffnen und leichter zu schließen. Da kann man dann besser hingreifen und muss nicht die Türklinke nehmen oder sowas ähnliches. So, dann hier noch oben diese Fläche für den Ellbogen. Die ist auch eigentlich weich. Also gehört zu den härteren Materialien im Auto, ist aber trotzdem noch weich. Und da kann man auch schön den Ellbogen ablegen. Allerdings, wenn ich das so jetzt bei geschlossenem Fenster mache, ist das nicht so einfach, weil diese Fläche sehr klein ist. Also die ist sehr klein und ich kann hier halt nicht so richtig ablegen. Das geht dann, wenn man natürlich das Fenster runter macht. Ne? Dann kann man hier so den Ellbogen lümmeln und das ist auch in einer guten Position, um trotzdem noch das Lenkrad gut im Griff zu haben. Also das gefällt mir alles sehr gut. Auch unten hier so perforiert, kein glattes Plastik, sondern einfach so Löcher überall im Design, um einfach ein bisschen ansprechender zu wirken. Auch hier diese rauen Oberflächen mit Chromoptik für die Lüftungsdüsen, die auch händisch verstellbar sind, nicht digital am Bildschirm. Und dann zu guter Letzt noch der Bildschirm selbst, den ich wirklich top finde, wo ich nicht nur die Größe geil finde, das sind 13 Zoll und es wirkt viel, viel größer, glaubt mir, sondern auch den Aufbau. Ja? Wir haben hier alles in Schwarz-Weiß-Darstellung zwar, aber es funktioniert gut, es reagiert sehr responsiv, finde ich toll. Hier haben wir Standklimatisierung, können hier zum Beispiel solche Sachen im Setup einstellen wie Standklimatisieren beim Entriegeln des Fahrzeugs. Also ihr macht den Wagen auf und dann startet die Standklima oder Standheizung, je nachdem. Ja? So.
Dann gehen wir wieder auf die Home-Taste. Dann kann man das halt hier anordnen, welche Kacheln man sehen möchte. Da sehen wir auch schon direkt das Navi. Das ist richtig schön groß. Also man kann es auch voll, also Fullscreen anzeigen. Jetzt probieren wir auch mal, wie es reagiert. Ja, baut ein bisschen zögerlich auf, wenn man rauszoomt. Aber was sehr schnell geht, ist das nach links und rechts gehen. Hier nach Wixhausen. Schauen wir mal, was in Wixhausen los ist. Da sieht man zum Beispiel, dass in Wixhausen direkt ein 22 kW Lader ist. Ne? Das finde ich top, wird angezeigt. Das ist sehr gut, auch Parkplätze, Restaurants und sowas und was man halt individuell will. Und dann kann man beliebig rauszoomen. Es ist also sehr schnell, das Display arbeitet wirklich sehr gut, wie ich finde. Ja? Geht man zurück aufs Menü. Klar, Telefon, Android Auto, Apple CarPlay, SmartLink, Ambientebeleuchtung. Wir haben eine tolle Ambientebeleuchtung, die sich durchs ganze Auto hier durch diese Kulisse zieht. Finde ich auch sehr, sehr gut. Hier ist die Sitzheizung. Ne? Und gibt es auch hinten, das zeige ich euch gleich. Und ja, hey, was will man mehr? Das ist ein top riesiges Display, gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Das Einzige, was mir nicht gefällt, ist dieses Display, weil es einfach wahnsinnig klein ist. Also es ist scharf, es gefällt mir schon von den Farben und vom Rest, aber es ist halt sehr, sehr klein. Und ich mag große Displays und nur weil dieses Display groß ist, das da drüben, heißt es nicht automatisch, dass dieses Display hier klein sein muss. Skoda sagt, da liest man in der Regel nicht so viele Infos ab, aber finde ich, ist jetzt Käse, weil warum nicht? Also ich hätte da gerne den Durchschnittsverbrauch und lauter so ein Zeug, sieht man da nicht. Aber wir haben auch das Augmented Reality Head-Up Display, wofür es jetzt hier gerade viel zu dunkel ist, glaube ich. Ja, doch, da sieht man es jetzt. Und da werden dann die Pfeile eingeblendet, das zeige ich euch auch noch auf jeden Fall. Ist also wirklich sehr, sehr schön alles, nur dieses Display ist halt wirklich ein Mäusekino. So, und um das Ganze hier vorne abzuschließen, haben wir hier noch zwei Isofix-Punkte. Das ist gut, denn somit haben wir drei Isofix-Sitze in diesem Auto, sodass man drei Kindersitze befestigen kann. Das ist top. Wir haben auch ein Panorama-Glasschiebedach, das meiner Meinung nach schon noch ein bisschen weiter nach hinten hätte gehen können, damit die Passagiere im Fond auch genießen können, rauszuschauen. Das Ganze schmälert natürlich so den Innenraum ein bisschen, aber immerhin hat man eins. Und ja, also ist schon wirklich erstklassig verarbeitet. Der einzige Teil in diesem Auto ist tatsächlich hier dieses Bedienfeld für die Fenster, was halt so wirklich Hartplastik ist und auch nicht gut aussieht. Aber der Rest ist allererste Sahne, wirklich. Echt überzeugend. Gut, wie habe ich hinter mir selber Platz? Das ist noch eine wichtige Frage und dann fahren wir. So, und da sitze ich schon schwuppdiwupp hinter mir selber. Und ich habe hier eine schöne Fußgarage, wo ich meine Schuhe reintun kann, falls man große Füße hat oder was auch immer. Ich sitze hier auch sehr gut. Als Referenz, wer mich nicht kennt, ich bin 1,88 groß, habe hier ja, auf jeden Fall zwei Finger noch Platz nach oben, kann hier also gemütlich sitzen, völlig egal, ob mittig oder nach links gelehnt, habe ich nie das Problem, dass die Dachlinie meinen Kopf stört. Und das ist doch bei einigen Fahrzeugen so der Fall, bei dieser Größe und bei größeren erst recht. Die Sitze sind sehr bequem, muss ich sagen, haben hier so ein bisschen coole für Seiten halt. Hier haben wir Fächer, also einmal so ein Fach, auch richtig schön überall mit diesem Leder ausgekleidet und davor noch ein Fach, wo man zum Beispiel das Handy reinstecken kann. Das geht dann auch nicht so tief, dieses Fach, das könnt ihr hier zum Beispiel sehen, ne? Hier. Geht nur bis hierher, also meine Finger passen rein. Dann haben wir hier noch die Klimabedienelemente, auch für Sitzheizung für hinten, zwei USB-A-Anschlüsse. Wir haben keinen Kardantunnel, das ist praktisch, weil man kann hier rüber, ich kann mich auch mal schnell mittig hinsetzen, wenn ihr wollt. So. Falls man mal in der Mitte sitzen möchte, geht das und es geht auch sehr gut. Schaut mal, ich berühre ja nicht die Dachlinie mit dem Kopf, das finde ich top. Nur der Sitz muss halt so eingestellt sein vom Vornefahrenden, dass meine Knie hier so ein bisschen Platz haben, aber ich kann sie zusammentun und notgedrungen ginge das. Ob das mit zwei Kindersitzen geht, rechts und links, das weiß ich nicht, aber wie gesagt, kein Kardantunnel. Skoda sagt, dass der Enyaq ja so groß ist vom Knieraum her, wie ein Skoda Kodiaq, der ja schon groß ist. Wir machen jetzt mal hier den Kniecheck. Also der Sitz ist auf mich eingestellt, auf meine 1,88. Ich bin jetzt hier, so, hier passt eine Faust hin. Ich habe hier empfundenerweise viel Platz. Und ja, wie gesagt, Skoda behauptet, das wäre so viel Platz wie im Kodiaq. Aber stimmt das wirklich, dass er so viel Platz bietet wie der Kodiaq? Probieren wir es doch mal aus, wenn wir hier schon bei Ebert Automobile sind, wo etliche Skodas rumstehen. Also mehr Platz keinesfalls als im Kodiaq. Der Kodiaq ist aber auch ein echtes Raumwunder. Hat halt aber so einen Kardantunnel und Kniecheck, ja, zwei Fäuste, ne, bis zum Vordersitz hier in diesem Auto. Also zwei Fäuste sind es hier. Meine Fäuste im Enyaq habt ihr ja schon gesehen. Aber der Enyaq ist ja auch kürzer als dieser hier. Also letzten Endes Versprechen erfüllt, oder? Wenn auch nicht ganz
Versprechen gehalten, muss ich sagen, weil im Nachhinein, ja, also zwei Fäuste sind nicht eine Faust. Also so viel Platz wie im Kodiak hat man hier nicht. Aber man hat mehr als genug Platz. Also ich muss nicht so viel Platz haben wie im Kodiak und kann hier sehr gut sitzen. Ist auch besser für die Garage, das Auto einfach von der Länge her. Kann sogar noch lümmeln. Ich fühle mich hier sehr wohl. Wir haben hier noch so eine manuelle Jalousie, um die sowieso schon abgedunkelten Fenster ab der B-Säule auch nochmal dunkler zu machen. Kopflehne in der Höhe verstellbar. Es gibt ja noch diese mit dieser Schlaffunktion, wo man es so ausziehen kann, damit der Kopf nicht rechts und links neigt. Und ansonsten top. Top, top, top. Jetzt ist es Zeit, dass wir mal fahren. Was sagt ihr? So, jetzt freue ich mich, den Enyaq zu fahren und muss direkt mal einen Hinweis in eigener Sache machen, weil ihr mich oft fragt nach einem Carmaniac Webshop. Er geht bald online. Ich habe euch unten in der Beschreibungsbox schon mal einen Link hingeklatscht, wo ihr drauf gehen könnt und euch mit E-Mail-Adresse für den Newsletter anmelden, dass wenn der Online-Shop online geht, erfahrt ihr es dann. Da gibt es richtig coole Sachen. Neu gestaltetes Carmaniac-Logo kommt und dann dementsprechend natürlich T-Shirts, auch mit sehr lustigen Aufdrucken. Dazu komme ich noch später im Video. Und auch geilen Gimmicks für die Ladesäule, für unterwegs, für den Komfort, für den Spaß. Also richtig coole Sachen, die ich dann dort für euch habe. Ich würde mich freuen, wenn ihr euch im Newsletter anmeldet. Dann sehe ich auch, wie viele von euch dafür eigentlich Interesse haben. So, jetzt sprechen wir mal über das Thema Rekuperation. Damit beginnen wir also One-Pedal-Driving. Ist sehr interessant beim Elektroauto, wer vom Verbrenner kommt. Das bedeutet, wir können hier vom Fahrpedal gehen und der Wagen baut die Geschwindigkeit stark ab und gewinnt auch noch Energie in die Batterie zurück. Das ist deswegen gut, weil wir eben dadurch innerstädtisch eine wesentlich höhere Effizienz erwirken können, als das vergleichbarerweise beim Verbrenner ist, der in der Stadt ja mehr verbraucht als auf der Autobahn. Das ist genau andersherum. Wie ist es hier? Also wir haben hier zwei Schaltwippen. Entweder ich fahre also im normalen D-Modus und kann dann über die Schaltwippen in drei Stufen einstellen, wie ich rekuperieren will. Das heißt, ich kann jetzt zum Beispiel so gleiten, weil ich sage, okay, ich gebe Gas und ich möchte wie mit dem Verbrenner segeln und regel das dann mit der Bremse, was aber keinen Sinn macht, denn die Bremse kann man ja auch schonen, dafür hat man dieses One-Pedal-Driving. Da stelle ich zum Beispiel mit dem Minus-Schalthebel auf Stufe 3, das ist die maximale Stufe, und kann zum Beispiel sagen, okay, ich fahre jetzt ein bisschen schneller, gehe jetzt vom Fahrpedal, also vom Gaspedal, und er bremst mich automatisch ab und ich muss die normale Bremse eben nicht nutzen. Und dadurch hat man einen wesentlich geringere Brems Abnutzung, weil man halt eben über dieses One-Pedal-Driving fährt. Ja, das ist schon ziemlich praktisch. Hier könnte man jetzt natürlich praktischererweise eher segeln, weil man nicht so oft bremsen muss. Und hier biegen wir ab, können die Geschwindigkeit halten. Also ist immer die Frage, will man die Energie jetzt gerade zurückgewinnen oder will man bremsen, weil verpuffen lassen sollte man die Energie natürlich in diesem Fall nicht. Und das funktioniert sehr gut. Was er aber nicht macht, der Wagen, und das kann ich perfekt hier demonstrieren an der roten Ampel, ist komplett stehen zu bleiben. Da muss man mit dem Bremspedal nachhelfen. Also ich rolle jetzt auf den auf. Ja, es geht aber auch ein bisschen bergaufwärts. Aber damit ich ihm nicht aufrolle, muss ich auf die Bremse gehen, kurz die Bremse drücken, dann sind wir in Auto-Hold. Und Auto-Hold macht Folgendes. Es hält einfach das Auto, ohne dass ihr die ganze Zeit, gerade bei langen Rotintervallen, auf der Bremse bleiben müsstet, sondern ihr könnt die Füße wegnehmen und der Wagen steht halt einfach. Das ist natürlich enorm praktisch, dass wir diese Auto-Hold-Funktion haben. Und wenn ihr dann das mit den Schaltwippen nicht selber machen wollt, dann geht ihr einfach in den B-Modus und dann rekuperiert er in der höchsten Stufe, also auf Stufe 3. Und das könnt ihr dann auch nicht mit den Schaltwippen beeinflussen. Also ich fahre jetzt zum Beispiel los in diesem B-Modus, gebe Gas, zu viel Gas, gehe jetzt vom Gas und dann bremst er mich wieder ab. Dann kann ich aber mit den Schaltwippen nichts bewirken. Also wenn ihr dann wieder segeln wollt, weil sich das so ergibt, müsst ihr wieder B ziehen und dann oder in D ziehen und könnt dann hier schön gleiten über die Brücke. Müsst natürlich die Rekuperation rausnehmen und dann ist alles top. Also das macht er gut, das gefällt mir, weil ich hier Individualisierungsmöglichkeiten habe. Bei manchen Autos gibt es halt entweder eine zu starke oder zu schwache Rekuperation. Aber das erwarte ich natürlich bei diesem Auto auch, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber hier bestes Beispiel, zack, 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 dreimal ziehen und er bremst mich ab. Aber nicht stark genug, als dass ich nicht nachbremsen müsste. Das heißt, für spontane Bremsmanöver muss man nachbremsen. Für vorausschauendes Fahren an einer Kreuzung, wo ihr es selber beeinflussen könnt, könnt ihr auch mit dem One-Pedal-Driving fahren. Es sind übrigens oft so Kleinigkeiten, die mir gut gefallen, wenn sie über Software umgesetzt sind, wie zum Beispiel hier dieses Display, wo ihr den Fahrmodus auswählen könnt. Ihr drückt unten diesen physischen Knopf für Mode und dann zeigt er die Fahrmodi an und das verschwindet auch nicht vom Display, wenn ich nicht gleich drücke, sondern bleibt da, solange bis ich was einstelle. So, im Normalmodus zu fahren ist natürlich am sinnvollsten. Gaspedal-Kennlinie ist so am besten abgestimmt auch für spontane Gasbefehle. Jetzt machen wir mal sowas. Wir haben hier ein Stoppschild, bremsen mal ab. Jetzt ist das beste Beispiel. Wir wollen zum Beispiel rechts abbiegen und fahren raus. Oh nein, da kommt jemand. Ich gebe mal Gas.
Das geht schon wirklich zügig. Also wir waren jetzt, als ich gesagt habe, zügig auf 50 km/h. Also es geht wirklich sehr, sehr schnell. Jetzt probieren wir mal den Sportmodus aus. Da merke ich auch sofort vom Ansprechverhalten, dass er anders reagiert. Jetzt gebe ich da mal Gas. Ja, es ist, also die Permanentmagnet, nicht die, sondern der Permanentmagnetmotor hinten, weil wir ja nur einen haben, das ist ja der Heckantrieb, hat verschiedene Auslegungen. Also das ist hier jetzt wirklich nicht sportlich abgestimmt. Skoda hat auch betont, dass sie eben nicht diese 3, irgendwas Sekunden Beschleunigungen wollen, sondern sie wollen ein alltäglich nutzbareres Auto haben. Ja, also den hier. Also er schubst schon, weil wie ihr seht, fliegt die Kamera ja auch nach hinten. Es ist kein sportlich abgestimmtes Auto. Ich denke mal, den Enyaq nutzen wir natürlich auch auf der Autobahn bei dieser Akkugröße. Also wenn ihr euch für diese Akkugröße entscheidet, aber generell. Und da möchte ich ein paar Sachen abarbeiten, die mit dieser Akkugröße zu tun haben, aber natürlich auch mit dem Enyaq generell. Wie zum Beispiel Akustik. Messen wir gleich mal. Ach, wisst ihr was? Messen wir sie jetzt gleich, dann haben wir das schon mal hinter uns. Jetzt messen wir mal die Lautstärke des Skoda Enyaq bei 130 km/h. Da bin ich schon sehr neugierig, was er macht, durch die akustischen Finessen, die ja Skoda hier verbaut hat und auf die sie stolz sind. Achtung! Dezibel bei 130 km/h ist ein wirklich guter Wert. Da kann man schon echt nicht klagen. Also letzten Endes, so von der Empfindung her, wenn ich mir das jetzt mal so anhöre und von meiner menschlichen Seite betrachte, finde ich es echt angenehm. Wir haben auch Wind, das muss man dazu sagen. So, jetzt kommen wir zum Thema Autobahnkomfort und vor allem natürlich auch Features wie Navigation, Ladesäulensuche und so weiter. Also wir sitzen hier in der 204 PS Heckantriebsvariante, die es momentan gibt. Und ich finde schon mal, dass das ein sehr voluminöses Auto ist. Das habe ich ja schon beim städtischen Fahren gesagt, dass man schon merkt, dass er groß ist. Also ich habe hier echt das Gefühl, in einem SUV zu sitzen, was ich auch wirklich super finde von der Übersicht hier, dass mir diese Dachkante nicht ins Blickfeld hängt, sondern die weit über mir drüber ist, obwohl ich ja jetzt nicht klein bin mit 1,88. Dieses Augmented Reality finde ich cool mit diesen Markierungen vor mir, ne, die dann grün zeigen, dass das Auto vor mir fährt und das Head-Up-Display per se, das Augmented Reality Head-Up-Display. Und der Federungskomfort fällt mir sehr positiv auf. Also wir haben hier schon ein paar Bodenwellen auf der Autobahn und die schluckt da wirklich 1A weg. Also das Fahrwerk ist wirklich gut. Ist natürlich kein Luftfahrwerk logischerweise, aber ein wirklich sehr, sehr sanft eingestelltes Fahrwerk, was mich einlädt, auf einer längeren Strecke tatsächlich Spaß zu haben. Wir messen jetzt hier natürlich auch den Verbrauch. Ich habe direkt, nachdem ich auf die Autobahn gefahren bin, genullt, um jetzt mal einen validen Wert zu haben nach 50 km, wo wir dann genau wissen, wie weit kommen wir denn eigentlich mit dem Enyaq. Und wir machen keine, bei Carmaniac, hinter LKW-Herschleicherei im Windschatten oder sowas. Wir fahren so, wie man realistisch fährt, wenn man halt vor allem vom Verbrenner kommt. Denn dieser Wagen soll ja die Leute vom Verbrenner wegziehen und da wird keiner hinterm LKW herfahren. So, jetzt drücken wir mal ein bisschen. Ja, er beschleunigt sanftmütig, aber kontinuierlich und auch kräftig. Aber man merkt natürlich, dass man hier 204 Elektro PS hat mit einem großen Auto. Also es ist jetzt nicht wie 204 PS in einem kleinen BMW i3, ist ja logisch, ne? Aber der Tempomat arbeitet auch ganz besonders gut, finde ich, weil er schön hoch beschleunigt, wenn er merkt, radarbasiert, dass der Vordermann wegfährt. Und baut schön die Geschwindigkeit auf. Jetzt gucke ich mal, wenn ich hier reinziehe hinter dem, wie er uns abbremst. Das könnte ja mal so eine Bremsliege. Boah, super. Das hat er wirklich super gemacht. Kam spontan, wir fahren jetzt 100. Also wir haben, nee, noch weniger, 90. Wir haben jetzt 40 km/h runtergebremst und ich habe es gar nicht gemerkt. Jetzt setze ich den Blinker, will natürlich, dass er zügig die Geschwindigkeit aufbaut, tut er aber nicht. Jetzt habe ich den rückwärtigen Verkehr leider eingebremst. Warum? Weil ich rausfahre und der Wagen, also das Radarsystem natürlich erstmal merken muss, dass vor uns niemand ist. Und das nimmt er erst so wahr, wenn wirklich wir in der Spur sind und vor uns niemand mehr ist. Also da würde ich mir mehr, also eine schnellere Reaktion wünschen, weil natürlich der rückwärtige Verkehr somit ausgebremst wird, weil der ja schneller kommt. Ja, jetzt kommt natürlich ein sehr interessantes Thema. Wir fahren auf der Autobahn und wollen ein spontanes Ziel anfahren oder sind gerade auf die Autobahn gefahren und wollen unser Ziel anfahren und das diktieren wir. Und welches Ziel diktieren wir? Schreibt es in die Kommentare. Wisst ihr es? Bevor ich es jetzt diktiere, schreibt es jetzt schon mal in die Kommentare und dann probieren wir es so lange aus. Ich bin gespannt, ob ihr es wisst. Da kommen übrigens auch in meinem Online-Shop dann die T-Shirts, nicht vergessen, ne? Nämlich mit dieser ganz bestimmten Adresse als Aufdruck, so als kleiner Insider-Witz unter uns Elektromobilisten. So, Achtung! Navigiere mich zu am Bullham 1 in Jever.
meinten Sie Hamm, Hulsen 1. Jetzt fängt das schon wieder an. Okay, probieren wir es nochmal. Navigiere mich zu Am Bullham 1 in Jever. Wie bitte? Navigiere mich zu Am Bullham 1 in Jever. Wie kann das sein? Sie können einen Eintrag. Sprachbedienung wird pausiert. Ja, hoffe ich für dich. Das verstehe ich nicht. Warum kann das der ID.4 und der ENIAC nicht? Warum können die das nicht? Also ich meine, Audi, was ja zur VW-Familie gehört, kann das. Mercedes mit dem MBUX kann das. Noch so kleine Autos, die ich getestet habe, können das. Also vielleicht weigert sich ja VW mit dieser Adresse. Wie könnte man es denn noch versuchen? Navigiere mich zur Adresse Jever am Bullham 1. Einen Moment bitte. Meinten Sie Penzlin, Altrese, Kirche 01? Ja, ich meinte Penzlin, Altrese, Kirche. Ah, Leute, das ist ja unglaublich. Warum geht das nicht? Ich verstehe das nicht. Da braucht es ein Software-Update. So wie ich das nenne, ich möchte von einem intelligenten System, dass es das kapiert. Jetzt probieren wir mal die Ladesäulensuche. Ladesäule in der Nähe. Entschuldigung? Ladesäule suchen. Suche Ladestation entlang der Route. Bitte wählen Sie ein Sonderziel aus der Liste aus. Also ich sehe jetzt hier das Problem, wir haben zwei 22 kW Säulen und eine 50 kW Säule bei einem BMW Autohaus. Und das ist natürlich nicht das, wo der Skoda Enyaq auf seine Kosten kommt. Ne? Mit 125 kW Ladeleistung brauchen wir Hypercharger, zumindest einen 150er. Und hier in diesem Gebiet, gerade in Baden-Württemberg, gibt es sehr viele NBWs. Und ich verstehe nicht, warum er das jetzt zum Beispiel nicht genommen hat. Wir sind jetzt gleich neben Mannheim. Ja, weiß ich jetzt nicht, woran das liegt. Ne? Jetzt schreibt er schon 120 voraus die Geschwindigkeit den Schildern an. Das finde ich natürlich super, weil so hat man ganz speziell im Ausland oder allgemein einfach den Vorteil, dass man nicht Angst haben muss, irgendwelche Geschwindigkeitsbegrenzungen zu ignorieren, sondern er passt das selber an. Und man kann ihn dann natürlich auch beliebig überstimmen, dass man sagt, okay, ich möchte aber 5 oder 10 km/h drüber fahren. So, weil wir jetzt schon eine ganze Weile gefahren sind und auch eine ganze Strecke, können wir uns jetzt mal angucken, wie wir jetzt verbrauchstechnisch stehen. Super, über das Head-Up-Display sehe ich nach wie vor die Navigation. Hier kann ich auf Fahrzeug gehen und gehe drauf. Wir sind 46 Kilometer gefahren mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 118 km/h. Das seht ihr, glaube ich, über die übrige Kamera. Genau, tut ihr. Mit 23,7 Kilowattstunden Durchschnitt. Das heißt, bei 130 km/h konstant, was wir hier gefahren sind, verbraucht ihr 23 Kilowattstunden. Bei 77 netto bedeutet das dann 330 Kilometer. Aber man fährt ja nicht komplett leer, sondern man lässt so 10%. Und das sind dann tatsächlich 300 Kilometer. Also 300 Autobahnkilometer bei 130 ist ein sehr, sehr gutes Ergebnis. Kurve voraus sagt er sogar, 55 km/h. Wow, nicht schlecht. Temperatur, Außentemperatur ist jetzt 10,5 Grad. So, und weil wir hier nicht beim Öko-Kanal sind, sondern bei CarManiac, wollen wir natürlich auch wissen, hey, 204 PS, 160 km/h Höchstgeschwindigkeit, wie fährt denn da das Auto? Wir fahren jetzt 160 seit einer ganzen Weile und ich musste auch gerade wieder feststellen, wie unglaublich komfortabel dieses Auto ist. Also, es macht so Spaß zu fahren. Das Einzige, was mir auffällt, ist hier unten dieser Teil am Knie irgendwie, was so, ich weiß nicht. Also, diese Konsole ist wirklich zu nah dran und ich kann mein Knie nicht so rüberkippen und das stört mich natürlich, weil ich hier dran bin. Und ich möchte halt, je länger die Strecke, desto mehr lümmeln. Aber der Fahrkomfort ist wirklich sensationell. Er federt super, er ist leise bei 160, er hat Kraft, wenn man beschleunigt. Es macht einfach wirklich Spaß, dieses Auto zu fahren und vielleicht bilde ich es mir ein. Aber ich habe das Gefühl, dass er komfortabler ist als der ID.4. Jetzt noch eine Sache, die mich sehr, sehr interessiert, ist der Durchschnittsverbrauch. Ich habe ihn genullt, bevor ich angefangen habe mit 160 zu fahren, damit wir es mal eine Weile lang fahren. Und genau das gucken wir uns jetzt mal an, ob er uns da negativ oder positiv überrascht. Daten, schauen wir mal. Langzeit ist, was ich zurückgesetzt habe. So, wir fahren, schaut mal, 139 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit, also wirklich zügig, wie ihr sehen könnt. Und wir haben 28 Kilowattstunden Durchschnittsverbrauch. Was sagt ihr dazu in den letzten 18 Kilometern? Ich finde es ehrlich gesagt sehr gut. Sehr gut, wirklich sehr gut. Und angekommen an der Ladesäule. So oft sieht man den Enyaq da ja dann nicht, denn die Reichweite ist doch ziemlich passabel. Und bevor wir jetzt anschließen, wollen wir doch mal kurz rechnen
und gucken, was der ENIAC denn jetzt eigentlich in den verschiedensten Situationen gebraucht hat. Denn wir haben hier ja die kombinierten Reichweiten bzw. die kombinierten Verbräuche. Es ist so, der ENIAC hat jetzt ab Start des ganzen Tests in der Kombi 22,5 Kilowattstunden verbraucht. Dabei war städtisches Fahren, Autobahn mit 130, als ich das ermittelt habe, Autobahn mit 160, als ich das ermittelt habe und dann nochmal Stadt. Also in der Kombi haben wir jetzt bei 17 Grad, die wir aktuell haben, 22 Kilowattstunden verbraucht und 28,5 waren es, als wir 160 gefahren sind. Bei beiden war aber die Klimaanlage nicht angeschaltet. Ja? Also die war nicht an. Wir hatten auf 22 Grad Lüftung und es war wirklich mehr als ausreichend, damit man sich frisch fühlt und irgendwie nicht schwitzt. Also das sind doch gute Werte. Und innerstädtisch, also als ich nur in der Stadt gefahren bin, hatten wir 18 Kilowattstunden. Okay, so, jetzt sind wir angekommen an der Ladesäule. Und hier ist es so, wir müssen leider hier lang, weil da habe ich das zugeparkt. Ist es so, dass der ENIAC, den wir hier haben, ja mit der 125 kW Ladefähigkeit für 500 Euro Aufpreis ausgestattet ist. Wie gesagt, das empfehle ich euch wirklich dazu zu nehmen, denn das verändert komplett das ganze Ladefenster oder eure Ladepause, die ihr habt. Jetzt mit unserer Mobility Plus Karte diese NBW-Säule gestartet. Das ist übrigens eine 300 kW-Säule. Hier hatte ich ja auch schon den Opel Mokka E geladen. Mal gucken, ob wir nah genug dran stehen. Doch, tun wir. So, jetzt müssen wir uns um eine Sache kümmern, nämlich, dass ich euch etwas verlinke. Unten in der Beschreibungsbox, der Francesco muss mal hier über dieses Kabel balancieren, das hier quer steht. Und zwar haben wir jetzt einen relativ hohen State of Charge. Das Problem ist, ich habe leider nicht die Zeit, den Wagen komplett leer zu fahren, was ja für das Auto spricht. Wir haben hier jetzt 43% Ladezustand, also weniger ging leider jetzt aktuell nicht. Und wir können mal gucken, wie er hier die Ladekurve aufbaut. Aber wenn ihr wissen wollt, wie das Auto von komplett leer, von 2% auf 80 und 90% lädt, dann verlinke ich euch unten in der Beschreibungsbox oder jetzt oben rechts gleich den Ladetest des VW ID.4. Der hat nämlich genau die gleich große Batterie, nämlich die 77 Kilowattstunden. Und da habe ich das dokumentiert bei ähnlichen Temperaturen. Es war ein bisschen kälter. Und er hat 38 Minuten gebraucht von 2 auf 80% und 45 Minuten auf 90%. Und ich finde, das ist ein wirklich guter Wert, weil man eben knappe 300 Kilometer weit kommt und dann stehen bleibt. Bleibt für 38 Minuten, also für unter 40 Minuten. Und dann kommt man mit diesen 80% dann noch mal so 240 Kilometer weit. Also 540 Kilometer mit einem 38-minütigen Stopp. Das sollte doch für die Familie zumutbar sein. Oder was meint ihr? Sagt es mir in den Kommentaren. Vielleicht seht ihr das anders. Vielleicht bin ich schon ein bisschen zu tolerant oder zu verkorkst, was Elektroautos angeht. Wir sind hier jetzt bei 73,5 kW Ladeleistung, bei 44% State of Charge. Also er baut noch auf. Untenrum natürlich kriegt so ein Elektroauto den besten Punch, also am besten runterfahren auf 10%, ein bisschen Puffer zu haben, dann anschließen und dann dauert der Ladevorgang dann noch kürzer, weil ich habe ja bei 2% den ID.4 angeschlossen. Also ungefähr 35 Minuten ist ja auch das, was VW verspricht und sie haben ihr Versprechen gehalten. Jetzt noch ein Thema zur städtischen Ladesäule. Kann ja sein, dass ihr nicht auf der Autobahn ladet, sondern eben in der Stadt, weil ihr irgendwo einen Termin habt. Da kann er ja, wie bereits erwähnt, mit 11 kW laden. Wichtig ist auch das Thema Wallbox. Wenn ihr zu Hause laden möchtet, ist es natürlich gut, nicht unbedingt notwendig, aber sehr gut, wenn ihr eine heimische Ladelösung habt. Denn dann ist das Laden natürlich kein Thema. Das ist auch das, wo dann der 60er, also die kleine Batterie, auch passt. Weil wenn ihr nach Hause kommt, braucht ihr nicht so eine große Reichweite. Ihr könnt immer anstecken, zu Hause an die Wallbox und dann einfach laden. Und dann ist es auch nicht so schlimm, dass er nicht so viel Reichweite hat wie der 80er. Wenn ihr euch noch für eine Wallbox interessiert und auf der Suche nach einer seid, weil ihr da noch irgendwie nicht unterwegs wart, unten in meiner Beschreibungsbox findet ihr eine. Das ist die, die ich nutze, von Envision Digital, die Charging by NOS. So sieht sie aus. Ihr seht es in der Einblende. Und dann habt ihr da schon mal so einen kleinen Anhaltspunkt, was ich so nutze in meiner Garage. So, haben wir das. Nach wie vor 71 kW Ladeleistung. Gut, ist jetzt keine Referenz. Guckt einfach das ID.4 Video. Und wir bewegen uns jetzt mal allmählich Richtung Fazit. So, Freunde, es ist Zeit für ein Fazit mit dem Skoda ENIAC 80. Gerade auch, weil ich ja den Vergleich noch in den Knochen habe zum VW ID.4, der eigentlich genau das gleiche ist, aber dann irgendwie doch nicht.
Ja? Und es gibt ja schon ziemlich viele Aspekte an dem Auto, die doch anders sind, wie zum Beispiel die Optik. Da müsst ihr mir natürlich in den Kommentaren sagen, was euch mehr zusagt. Ich kann mich irgendwie nicht entscheiden, so optisch, ich weiß es nicht. Innen weiß ich ganz speziell, dass der Skoda Enyaq viel ansprechender ist als der VW ID.4. Ich weiß nicht, warum sie das so gemacht haben, das sehen ja auch viele so, das habe ich schon ganz oft in den Kommentaren gesehen. Fakt ist, dass es ein sehr, sehr gutes Reiseauto ist. Vom Komfort her ist er wirklich toll auf der Autobahn. Also Vorteil Autobahnkomfort, Autobahnreichweite. Bei 10 Grad, 320 Kilometer kann man wirklich nicht meckern. Und dann auch die Nachladegeschwindigkeit von knapp unter 40 Minuten, von ganz leer auf 80%. Da kann man auch nicht meckern, weil wer mit der Familie fährt, braucht diesen Stopp. Ist halt einfach so. Was mir nicht gefällt am Skoda Enyaq, und das ist, glaube ich, der einzige Punkt, der mir nicht gefällt, neben den Kritikpunkten, dass es halt die Wärmepumpe zusätzlich, also die man bezahlen muss und dass man halt eben 50 kW Ladeleistung serienmäßig hat statt die 125, ist aber primär diese Sprachwahlgeschichte. Die gute Nachricht ist, glaube ich, dass Skoda das mit diesen Over-the-Air-Updates beheben kann, hoffentlich nach diesem Video als Anreiz dafür, denn es ist wirklich ein tolles Auto, aber es nervt mich als Fahrer, dass er gewisse Adressen nicht versteht, die andere Autos aber definitiv verstehen. Also es liegt nicht an meiner Formulierung, undeutliche Aussprache oder irgendwas anderem, es liegt einfach daran, dass er das nicht versteht. Und der ID.4 versteht das ja schon auch nicht. Da muss was passieren. Und ich dachte nach dem ID.4, dass es hier dann besser wird, weil das Auto ja jetzt später gebaut wurde. Aber nein, also da muss mit der Software noch was passieren. Kein Frunk, kleiner Minuspunkt, aber dafür ein großer Kofferraum. Sehr schön variabel, tolle, tolle Innenraumverarbeitung, 13 Zoll Display. Da bleibt eigentlich kein Wunsch offen. Muss man ganz klar so sagen. Ja, und abschließend kann ich euch noch auf die Beschreibungsbox unten verweisen, wo ihr dann natürlich einmal Ebert Automobile findet mit dem Link zu dem Autohaus und Ansprechpartner, damit ihr halt eben, wenn ihr zu den ersten 10 gehört, so eine Wallbox abstauben könnt. Dann natürlich auch Infos zu NBW, zu meiner Wallbox zu Hause, falls ihr nicht zu den glücklichen 10 gehört. Und dann seid ihr jetzt dran, mir in den Kommentaren zu sagen, was ihr nicht so toll findet, wo ihr nicht meiner Meinung seid oder wenn noch irgendwelche Fragen offen geblieben sein sollten, was ich doch bei dieser Detailgetreue hoffe, dass das nicht der Fall ist. Aber fragt, ich werde so gut wie möglich alles versuchen zu beantworten. Nochmal einen Blick von hinten auf den Po und dann bitte ich nur noch um eins, Daumen nach oben, Abo dalassen, damit ihr kein Video mehr verpasst. Macht mich glücklich, dann mache ich euch glücklich. Ciao, bis zum nächsten Mal.